Und jetzt möchte ich unseren nächsten Redner vorstellen, Douglas Vogt, der ebenfalls über Zyklizität was erzählen wird. Hallo, mein Name ist Douglas Vogt, Vorsitzender der Diehold Foundation, einer gemeinnützigen wissenschaftlichen Stiftung hier in den Vereinigten Staaten. Und unser Ziel ist es, die Ursachen der Eiszeit und der geomagnetischen Umkehrungen im Laufe der Zeit zu entdecken und zu erklären. Und vielen Dank, dass Sie mich zu Ihrer wunderbaren Konferenz eingeladen haben. Der Grund, warum diese Umkehrung geschieht, hat also mit einem Taktzyklus zu tun, der durch die Zeit läuft. Es hat nichts mit einem Kometen oder einem Meteor zu tun, der die Erde trifft, denn das wäre ein zufälliges Ereignis. Dies ist kein zufälliges Ereignis. Nach der Radiokohlenstoffdatierung C14 und anderen Datierungsmethoden geschieht dies alle 12.068 Jahre. Der Nachweis für die geomagnetische Umkehrung als Zeitlinie, als ein Taktzyklus, wird in meiner Studie erbracht. Und ich habe eine Menge Informationen gesammelt, die die Carbon-14-Datierung durch Geologen in verschiedenen Sedimenten auf der ganzen Welt zeigten. Und Sie können einige dieser Daten in den Tabellen meiner Präsentation sehen. Und in diesen Tabellen werden Sie etwa 6 oder 7 Zyklen ungefähr alle 12.000 Jahre deutlich sehen, in denen eine solche Umkehrung auftrat und wo Sie eine magnetische Umkehrung haben. Aber die Carbon-14-Datierung zeigt, dass es dort war. Und das ist einer der Wege, die ich immer wieder bestätigt habe. Und tatsächlich hatte ich so viele, dass ich die Anzahl derer, die im Buch sein würden, reduzieren musste. Sonst hätte ich buchstäblich Hunderte von Beweisen, allein durch die Carbon-14-Datierung. Die andere Datierungsmethode wurde am organischen Material wie Baumstämme, die in Gletscherschutt gefunden wurden, durchgeführt. Und sie zeigten ebenfalls in der Vergangenheit 4 Zyklen, alle 12.000 Jahre. Und genau das Material, das im Geschiebemergel gefunden wurde, beweist, dass es tatsächlich eine Eiszeit gab. Ähnlich verhält es sich mit vulkanischem Material. Baumstämme und anderes Material, das unter dem Lavastrom verbrannt wurde, zeigte laut Carbon-14-Datierung ebenfalls Zyklen, alle 12.000 Jahre. Die laufende Umkehrung des Erdmagnetfeldes und die Kataklysmen sind unabhängig vom Taktzyklus. Genau diese Stunde X, die unsere Realität schafft, hat diesen Zyklus. Und das ist es, was in diesem Prozess passiert. Für die Planeten und die Sterne, wenn Starbursts auftreten, der Kern des Planeten heizt sich auf, ähnlich wie es im Kern eines Sterns geschieht. Und wir werden noch mehr Erdbeben haben, bevor die Stunde X eintritt. Es wird weitere Vulkanausbrüche geben und so weiter. Dies kann nicht verhindert werden. In der Tat ist es das, was in diesem Moment passiert. Auf der ganzen Welt gibt es viele Vulkanausbrüche. Mit anderen Worten, es ist ein Mechanismus. Die Regierung versucht derzeit, jeden davon zu überzeugen, dass die vom Menschen verursachten CO2-Emissionen die Ursache für die globale Erwärmung ist. Man muss schon einen sehr niedrigen IQ haben, um zu glauben, dass die einzige Wärmequelle auf der Erdoberfläche die Sonne ist. Wir sind hier wie Ameisen, wir können so etwas nicht verursachen. Es gab einen Bericht der Air Force oder der Regierung in den 70er Jahren. Die Universität von Washington hat daran gearbeitet. Und sie haben eine Studie zu genau diesem Thema durchgeführt und festgestellt, dass die Sonne die Hauptursache für die Erwärmung ist, nicht etwa CO2. Die Bundesregierung hat diese Studie also schon vor langer Zeit durchgeführt. Sie kannte die Wahrheit. Da haben sie es. Es sind alles Lügen. Es ist mir gelungen, die äußerste Frist zu berechnen, wann das alles passieren wird. Und der Nordpol, der magnetische Nordpol oder der neue Pol, der bald der Südpol sein wird, wird ungefähr in der Region von Neue Erde im Norden von Russland liegen.
Ich denke, dies ist auch der ungefähre Längengrad, an dem dieses Ereignis auftreten wird, sobald die Sonne den Blitz erzeugt. Es wird noch schlimmer werden, das Klima wird noch viel schlimmer werden. Es wird mehr Regen geben, mehr Stürme, weil wegen der Sonnenaktivität mehr Wasser in den Ozeanen verdampfen wird. Und ihr und Europa werden genau wie wir überschwemmt werden. Es wird mehr Vulkanausbrüche geben, mehr Erdbeben und so weiter und so fort. So werdet ihr erkennen, dass bald etwas Schlimmes passieren wird. Die ultraviolette Strahlung wird übrigens auch zunehmen. Sie nimmt bereits jetzt hier in Florida zu. Die Aktivität der Sonne nimmt zu. Es wird immer mehr Energie erzeugt. Das ist wahr. Wie fängt es an? Nun, es beginnt genauso, wie es in diesem Moment geschieht. Das Magnetfeld der Erde wird schwächer und verschiebt sich. Das sind die Merkmale. Ihr könnt eure Atomuhr auf diesen Zyklus einstellen, wenn es passiert, buchstäblich. Was passiert in Wirklichkeit beim Umkehren der Magnetpole? Es wird ein Zusammenwirken von zahlreichen Katastrophen sein, beinahe gleichzeitig. Wenn es passiert, ihr werdet den Ozean haben, egal wo ihr euch befindet in Europa, England oder Frankreich. Der Ozean wird zu euch kommen, und zwar sehr schnell. Ich weiß nicht, wie hoch die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers sein wird, 500 oder 700 Kilometer pro Stunde. Aber der Atlantische Ozean wird euch besuchen. Also wird zuerst der Ozean zu euch kommen, und in 8 Minuten werdet ihr einen Blitz in der Sonne sehen. Wenn ihr euch draußen befindet, während ihr euch auf diesem Längengrad des Planeten befindet, vermute ich, dass ihr innerhalb von Sekunden sterben werdet. Denn die Hitze von dem Blitz des Sterns kann 3, 4 oder sogar 5000 Grad Fahrenheit betragen. Im selben Moment. Es würde dazu führen, dass eine riesige Menge an Ozeanwasser auf jener Seite des Planeten verdampft. Und gleichzeitig, sobald das passiert, wird es eine Stoßwelle aus dem Wasser verursachen. Sobald sie sich augenblicklich in Dampf verwandelt, kommt es zu einer Dampfexplosion. Die kosmische Strahlung wird euch festnageln und töten. Die Gewässer des Atlantischen Ozeans werden über Afrika und den europäischen Kontinent hinwegziehen. Ein Großteil davon wird unter dem Einfluss der Sonne verdampfen. Und deshalb werden alle pflanzlichen Organismen auf jener Seite der Erde, die dieses Sonnenbad nimmt, verbrannt. Einfach verbrannt. Und das ist in der Tat die Quelle der Kohle. Und das Meerwasser rettet im Grunde einen Teil des Pflanzenlebens. Es wird diese brennenden Baumstämme und solche Dinge entlang des Uralgebirges oder jeder Art von Gebirge, die nach Norden und Süden verlaufen, ablagern. Es wird etwa 100 Tage lang andauern und das wird das Schlimmste sein. Ich denke, ich habe die Frage über die globale Katastrophe beantwortet. Ich meine, ich will, dass alle das verstehen. Vor 12.000 Jahren haben extrem wenige Menschen überlebt. Sehr, sehr wenige. Denn es verdunstet sehr viel Wasser, wie ich vorhin erklärte. Zum Beispiel wurden bei der letzten solchen Episode 140 Meter Ozeanwasser verdampft. Nachdem es verdunstet ist, kehrt all dieses Wasser in Form von erst heißem Regen, dann Schnee auf die Erde zurück. Und dieser Schnee sammelt sich an und dann kommt eine massive Eiszeit. Ich meine, es ist wie die Urmutter aller Katastrophen. Es ist etwas, auf das der Mensch völlig unvorbereitet ist und mit dem er noch nie zuvor konfrontiert wurde, mit Ausnahme derer, die vor 12.000 Jahren überlebt haben. Wir würden alle in die Steinzeit zurückkehren, also jene kleine Zahl, die überleben würde. Aber das wollen wir doch gar nicht. Wir wollen nicht auf Handys und Computer verzichten. Wir wollen nicht auf das alles verzichten. Und ich möchte auch nicht, dass wir alle auf sie verzichten. Aber ich möchte dafür sorgen, dass viele, 100.000 oder Millionen von Menschen das überleben können. Ja, ich weiß, es ist traurig, aber wir können nichts dagegen tun, außer daran zu arbeiten, unsere Ärsche zu retten. Man muss konstruktiv handeln.